endlich wieder Bundesliga. Die Länderspiele waren ja so mittel und jetzt geht's weiter mit dem vierten Spieltag. Ganz genau, und ich sage sogar noch eins mehr. Die Länderspielpause war richtig dreckig. Umso freundlicher der vierte Bundesligaspieltag. Erquicken. Bevor es losgeht, werfen wir einen Blick auf unsere YouTube-Videobilanz und da sind wir mit 1,6 Einheiten aus 13 Spielen relativ zufrieden. Ja, sehr sogar. Zwei Spieltage im Plus abgeschnitten, ersten und dritten, der zweite war nicht so der Hit. Und jetzt schauen wir mal, was am vierten geht. Durch die Länderspiele gibt es diesmal kein Freitagsspiel, es geht am Samstag los und dadurch, dass am Montag auch nichts ist, umso gebündelter der Samstagnachmittag und Abend. Und da gibt es gleich drei zeitversetzte Spieltermine. Es geht los in unserem Video mit Augsburg gegen Leipzig. Das, man glaubt es kaum, ist das Spitzenspiel. Der erste gegen den zweiten. Denn Leipzig mit 7 Punkten, 2 richtig hohen Siegen, erster und Augsburg kurz dahinter mit auch 2 Siegen und einem Unentschieden letztes Mal in Wolfsburg. Und von daher müsste die Quotenverteilung natürlich nicht ausgeglichen sein, sondern unsere Augsburger sind nicht Favorit mit einer 6er-Quote, etwas schwach bewertet. Leipzig mit der 1,57 genau richtig und Tendenz ist ja für mich eher auf Unentschieden zu Augsburg, einfach weil ich glaube, dass die Top-Teams jetzt auch mit dieser Länderspielbelastung mehr Spiele abstellen mussten. Das ist bei Leipzig definitiv mehr der Fall als bei Augsburg. Trotzdem wage ich jetzt da nicht großartig auf einen Sieg von Augsburg zu spekulieren. Aber du bist gerade im Handicap. Radek, siehst du da was für uns? Ja, ich würde prinzipiell, haben wir ja oft schon mit Augsburg gute Erfahrungen gemacht und wenn es die Möglichkeit gibt, dass Augsburg so eine hohe Quote hat, dann nehmen wir oft das Asian Handicap mit. Ich sage das, weil ich es hier nicht machen würde, weil ich Leipzig hier schon wesentlich stärker einschätze und der zweite Tabellenplatz der Augsburger ist zwar schön, aber entscheidender Faktor, warum ich hier den Augsburgern kritischer gegenüberstehe als sonst, ist, dass deren Trainer Heiko Herrlich wegen einer Lungenproblematik operiert werden musste und deswegen nicht so am Trainingsbetrieb teilnehmen konnte. Und das, denke ich, wird die Augsburger so ein bisschen zurückwerfen. Und dann kommt natürlich mit Leipzig ein starker Gegner. Klar haben die ein paar Nationalspiele für Länderspiele abgestellt, aber ich denke, die sind allgemein sehr gut aufgestellt. Deswegen würde ich Leipzig stärker einschätzen, aber ich würde auch nicht auf minus 1 gehen, weil das wenig zu gewinnen gibt, wenn es jetzt hier vielleicht dann doch eine Augsburger Kraftleistung wird. Alles in allem würde ich nicht auf Augsburg gehen, aber auch nicht auf Leipzig wegen der niedrigen Quoten. Also aus meiner Sicht gibt es hier wenig drauf zu wetten. Genau, viele Gründe, warum man nicht auf dieses Spiel wetten sollte, haben wir geliefert. Von daher geht es weiter mit Mainz gegen Leverkusen, wo ich auf den ersten Blick auch Quoten sehe, Radek, die Leverkusen stark bevorzugen. Wir erinnern uns, am letzten Spieltag mit Leverkusen bei Stuttgart fanden wir eine ganz gute Wette, eine 1,9 auf Kusen. Jetzt nur eine 1,6 gegen Mainz, die schwach in die Saison gestartet sind. Würde ich nicht empfehlen, denn Mainz wird auch irgendwann punkten, Turnaround schaffen. Sie haben einen neuen Trainer. Leverkusen wird vielleicht sicherlich nicht untergehen in Leipzig, in Mainz, aber ich sehe hier keine Wette. Ja, da wird nicht groß rumgeredet. Es ist schlecht gemacht, diese Wetten irgendwie, weil beide Teams bisher noch nicht gewonnen haben. Die einen, weil sie halt wirklich unter ferner Liefen gespielt haben, auch schon den Trainer gewechselt haben und Leverkusen auf der anderen Seite hat leider auch noch nicht bewiesen, dass sie wirklich irgendwie zu den Top-Mannschaften gehören. Jetzt ist es eigentlich mal an der Zeit, aber darauf zu spekulieren, dass es an der Zeit ist, ist jetzt nicht mein Ding und deswegen nehme ich hier Abstand von der Leverkusen-Wette. Wenn, dann würde ich auf Asian Handicap minus 1 Leverkusen gehen, weil es ja immer möglich ist, dass Leverkusen hier Mainz mit 2 Toren Vorsprung besiegt. Aber wie gesagt, sie haben es in dieser Saison noch nicht bewiesen, dass sie die Abgänge von Havertz und Volland kompensieren können. Und deswegen ist für Leverkusen im Moment jeder Gegner eine schwere Aufgabe und kein Selbstläufer. Ja, junges Team. Ich glaube, die brauchen irgendwann mal ein Erfolgserlebnis. Und dann kann man vielleicht auf der Welle mitschwimmen.
Ein anderes junges Team ist der VfB. Die Stuttgarter, eine der wirklich positiven Überraschungen in der laufenden Saison. Viele No-Names, viele Leute, die in der zweiten Liga mit dem VfB aufgestiegen sind, junger Trainer. Also das gefällt mir wirklich, das Konzept. Und die spielen richtig frech und die wirken auf dem Platz auch als Team. Das sehe ich bei Berlin etwas anders. Die wirken nicht so als innige Gemeinschaft. Nichtsdestotrotz hat Berlin aus meiner Sicht die besseren Einzelspieler und hat eine Quote von 2,1 bei einem Heimsieg. Ich glaube, wir haben den Spieltag wieder alle komplett zuschauerlos, aber das ist egal, denn für mich geht es ja einfach nur darum, Hertha spielt gegen einen Aufsteiger und hat eine Zweierquote. Da schlägt mein Herz ein bisschen schneller. Oh. Ja, wenn du da schon so emotional dabei bist beim Spiel von Hertha BSC, dann will ich da jetzt nicht der Buhmann sein. Ich finde auch, die Quote ist okay. Es ist natürlich ein bisschen zu niedrig fast, weil ja Hertha, wie du gesagt hast, nicht powermäßig überzeugt hat und Stuttgart auf der anderen Seite eigentlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles richtig gemacht hat. Aber die Stuttgarter Quote ist leider nicht attraktiv genug mit 3,4, dass man da auf eine Asian Handicap spekuliert. Da würde man für x2 auf Stuttgart 1,8 kriegen. Da kriege ich hier kein besonders freudiges Gesicht hin. Und bei Hertha im Gegenzug, ja, Heimspiel, die werden das schon irgendwie gewinnen können. Ich denke, wie du richtigerweise gesagt hast, sind die besser vom Kader her und von den Einzelspielern wahrscheinlich. Ob sie auch das bessere Team sind, können sie jetzt beweisen. Wir würden drauf setzen mit einer Quote von 2,1 und dann schauen, ob die Hertha uns nicht enttäuscht. Ja, das hoffen wir alle. Freiburg gegen Bremen, da lass uns doch da auch mal einen kleinen Blick auf die Tabelle werfen. Denn Bremen jetzt mit 2 Siegen in Folge, allerdings die Gegner katastrophale Schalke, dann Arminia Bielefeld, der Aufsteiger, ein knapper 1-0-Sieg, Glück gehabt mit einem nicht gegebenen Abseitstor und Freiburg im Rahmen ihrer Möglichkeiten sind sie auch wieder gut gestartet, hatten jetzt nicht so das leichte Anfangsprogramm. Ich würde hier Bremen tatsächlich von den ersten 3 Spielen im unteren Tabellendrittel einordnen. Die Gegner waren einfach nicht gut genug. Also die Werderaner sind aus meiner Sicht noch nicht über den Berg, den sie letzte Saison abgerutscht sind. Und Freiburg hingegen nutzt solche Teams ganz gern für einen Heimsieg. Wenn wir jetzt aber auf die Quoten schauen. Ja, kommt keine richtige Freude auf bei einer 2,3 auf Freiburg. Das können glühende Freiburg-Anhänger machen, aber alle neutralen Fans sollten davon die Finger lassen. Eine Wette auf einen Bremen-Sieg, das ist auch was, mit dem will ich überhaupt nichts zu tun haben. Also bleibt eigentlich nur noch das X. Und das ist in dieser Partie zwischen zwei relativ ausgeglichenen Mannschaften, bei denen an fast in jedem Spiel eigentlich die Tagesform entscheidet, wenn eine Mannschaft gewinnt. Ansonsten geht es unentschieden aus und dafür ist diese Unentschiedenquote mit 3,6 sehr, sehr gut. Und wir setzen eine Dritteleinheit drauf, oder? Genau. Was wir nämlich in solchen Fällen immer empfehlen, es gibt ja die Möglichkeit von verschiedenen Setsystemen. Es gibt Leute, die spielen auch professionell darauf, eine Einheit einfach immer zu gewinnen und dementsprechend ist auch der Einsatz. Schaut am besten mal das Interview in unserem Kanal an von Radek mit unserem Sportwetten-Profi. Also wir setzen quasi 0,3 Einheiten aufgerundet, um eine Einheit zu gewinnen und die 3,6x-Wette nehmen wir mit. Genau, jetzt das eigentliche Spitzenspiel, muss man fast sagen, wenn man jetzt hier Augsburg-Leipzig nicht Unrecht tun will, aber Hoffenheim-Dortmund, das ist natürlich vielleicht vielen noch im Hinterkopf, ist ja noch nicht so lange her, als Hoffenheim 4-0 gegen Dortmund gewonnen hat. Schaffen Sie so ein Husarenstück nochmal? Ja, 4-0 gegen Dortmund gewonnen letztes Jahr und dieses Jahr 4-1 gegen Bayern, oder? Also Hoffenheim hat jetzt mit der Niederlage in Frankfurt einen kleinen Rückschlag hingenommen. Dortmund mit dem Ausrutscher gegen Augsburg, eigentlich mit einem ganz guten Start, sogar souveräne Siege gegen Gladbach und Freiburg, auch hohe Siege letztendlich.
Die sind Favorit, da brauchen wir nicht um den heißen Brei rumzureden. Sie haben ein paar Verletzungssorgen und unter anderem Akanji, Hazard werden nicht spielen. Und die Quote von 1,82 ist für ein Spitzenteam wie Dortmund bei Hoffenheim ohne Zuschauer nicht uninteressant. Wir sind schon oft mit Dortmund Auswärtssieg auf die Fresse gefallen und genau deshalb würde ich es fast einlocken. Ja, das wird die Frage sein. Also sehe ich genauso zwei starke Spiele von Dortmund. Hoffenheim hat gezeigt, dass wer nach dem Spiel, nach einem guten Spiel gegen Bayern, ja, da passiert es vielen, dass sie dann in eine Talfahrt geraten und Hoffenheim hat dann prompt nach Führung gegen Frankfurt verloren. Deswegen, ja, denke ich, Dortmund ist natürlich hier Favorit, aber die Quote 1,8 ist gut gemacht. Vielleicht sogar 1,7 ist noch spielbar. Von daher, ja, lass uns auf Dortmund gehen. 1,8 ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber es ist okay. Ja, so wettfreudig waren wir bisher in keinem Video, Radek. Da kommt vielleicht noch mehr, denn jetzt ist das nächste Spiel die Arminia Bielefeld bei oder gegen Bayern München, die ja jetzt auch gerade gegen Düren noch ran dürfen im DFB-Pokal. Da heißt es wieder Mehrfachbelastung für die Bayern-Spieler plus Länderspiel. Da muss man halt sich überlegen. Also ich hätte mir persönlich aus Wettsicht gewünscht, dass es heute oder diesen Samstag gegen ein Team geht, das vielleicht ein bisschen stärker ist, wo man sagt, wir sind ja letzte Woche schon oder am dritten Spieltag auf Hertha gegen Bayern gegangen, plus zwei, wegen der Mehrfachbelastung der Bajuwaren. Und jetzt haben diese Bajuwaren noch umso mehr Belastung durch die Länderspielreisen. Aber Bielefeld... Ja, das ist immer so eine Sache. Du kannst zwar auf eine Mannschaft setzen, aber ich würde jetzt nicht gegen eine Mannschaft setzen und damit auf eine Mannschaft, nur um gegen jemanden zu setzen. Das ist schon ein Unterschied. Du kannst jetzt Bielefeld nicht automatisch zu einer powerstarken Mannschaft machen, nur weil du denkst, Bayern wird jetzt hier nicht so spielen, wie sie zum Beispiel Barcelona weggefegt haben. Aber selbst an schwachen Tagen kann Bayern jede Mannschaft wegfegen und Bielefeld sowieso. Und deswegen fehlt mir gerade im Moment halt auch die Stärke der Bielefelder, die 1-0 gegen Bremen verloren haben, um mit Überzeugung zu sagen, ja, Bielefeld ist eine Mannschaft, die kann Bayern die Stirn bieten und das Spiel knapp machen, wie Paderborn letztes Jahr beim 3-2 der Bayern in Paderborn. Fällt mir in dem Vergleich ein, weil Bielefeld ja nicht so weit weg von Paderborn ist und auch von der Liga, Aufstieg, Abstieg und so weiter. Aber alles in allem gegen Bayern zu setzen, mache ich grundsätzlich ungern und in diesem Spiel schon gar nicht. Letzte Woche oder vor der Länderspielpause haben wir mit der Hertha-Wette gut gegen Bayern gesetzt, aber Bielefeld ist halt einfach Bielefeld und deswegen tue ich es nicht. Ja, same, same. Auf zum nächsten Spiel. Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, sind auch unsere Wolfsburger ähnlich wie die Leverkusener. Also nicht nur hinter den Erwartungen zurück, sondern nicht nur drei Unentschieden, sondern auch ein total schlechtes Torverhältnis. Also Die Abwehr steht. Gehören zu den Mannschaften, die in der Saison noch nicht gewonnen haben. Also da gibt es nicht allzu viele, nämlich Leverkusen, Wolfsburg, Köln, Mainz und Schalke. Dass Leverkusen und Wolfsburg es noch nicht geschafft haben, liegt an drei Unentschieden. Das heißt auch, sie haben noch kein Spiel verloren, immerhin. Gladbach hat hingegen gegen Dortmund verloren. Okay, kann man machen. Und das Unentschieden gegen Berlin war schon eher auch eigentlich so für eine Mannschaft mit Ansprüchen wie Gladbach, die ja in der Champions League spielt, schon eher auch ein Armutszeugnis. Deswegen Wolfsburg, ja, hier definitiv nicht chancenlos, beziehungsweise Gladbach definitiv nicht der Top-Favorit, für den ihn die Buchmacher mit einer Quote von 1,9 handeln. Und ich würde hier, wenn ich drauf wetten würde, schon das Value auf der Wolfsburger Seite suchen, aber hier gilt das Gleiche. Die Wölfe haben bisher auch noch nicht bewiesen, dass sie hier wirklich so Top-Leistungen abrufen können.
Dafür gibt es auch kein entscheidend interessantes Asian Handicap. Man könnte sagen, X2 auf Wolfsburg, eventuell bei einer Zweierquote. Oder man geht gleich direkt auf dieses Unentschieden mit einer Viererquote. Beides hat in meinen Augen Value. Was wäre dir denn lieber? Jetzt wollte ich nicht, dass du mich groß einblendest, aber ich wollte demonstrieren, ja, X2 ist die richtige Wette, eine Zweierquote für ein Unentschieden und Sieg Wolfsburg, beides im Rahmen des Möglichen. Gladbach definitiv nicht der Favorit und das würde ich lieber einloggen als einen Unentschieden, was auch eine tolle Quote ist. Ja, dann machen wir das, weil es die richtige Wette ist, wie der Kollege sagt, dann kann man das mal machen. Und bei Köln gegen Augsburg trifft eine dieser Mannschaften, die bisher eben noch nicht gewinnen konnten, auf die Mannschaft, die noch nicht verloren hat, denn Frankfurt ist Dritter mit 7 Punkten in der Tabelle. Und hinzu kommt erschwerend, dass die Kölner ja seit dem Restart der Bundesliga nicht viel auf die Kette gekriegt haben und Gisdol mit einem Bein schon im Abseits steht oder zumindest ja, jetzt extrem unter Druck steht. Aber können die Kölner gegen Frankfurt liefern und etwas reißen? Die Quoten sind relativ unspektakulär, wenn man davon ausgeht, dass Köln ja gar nichts gekonnt hat bisher in diesem Jahr fast schon. Und dann auf der anderen Seite Frankfurt, die ja on fire sind. Ja, ja, ich erinnere mich noch, wie der Gisdol die Kölner da hinten rausgeholt hat. Und dann war eins der ersten Suchergebnisse bei Google, Gisdol bekommt eine eigene Statue in Köln aufgestellt und Köln Europapokal Fragezeichen. Jetzt ist es wieder so, wie du schon gesagt hast, seit dem Restart der Bundesliga, also nicht nur in dieser Saison, sondern auch im letzten Drittel der letzten Saison, Köln ohne Sieg. Da haben sie ein Fernduell gegen Schalke, wer die längere Durststrecke hat. Aber jetzt mal zu diesem Spiel und Frankfurt auswärts, wieder keine Fans beim FC Köln, kann man schon mal mitnehmen, so eine Spekulation auf den Frankfurter Sieg. Oder wenn wir jetzt noch ein bisschen Asian Handicaps anschauen, dann kann man sich noch ein bisschen absichern. Radek, du hast eine Idee? Ja, ich würde gar nicht von Spekulation reden, denn die Fakten liegen ja auf dem Tisch. Köln schlecht, Frankfurt gut. Da muss man nicht spekulieren beim Sieg auf Frankfurt. Das ist eine gute Wette mit einer 2,17. Zwar ist Frankfurt auch schwer einschätzbar wie alles in der Bundesliga. Ich glaube, keine Liga der Welt ist so an Überraschungen oder so, hält so viele Überraschungen bereit wie die Bundesliga. Aber in dem Fall muss man halt einfach das, was man weiß, in eine Wette ummünzen. Und das ist einfach, dass Frankfurt eigentlich schon in 50% der Spiele, wie sie jetzt so auftauchen, in der Lage ist, Köln zu schlagen. Und dann hast du eine 2,17er-Quote. Also ab dafür. Aber es gibt noch eine Geschichte, wie man sich ein bisschen gegen einen Unentschieden absichern könnte. Wollen wir vielleicht nicht unerwähnt lassen, Radek, mit Frankfurt Asian Handicap minus 0,25. Ja, das hat man stimmt. Eine 1,92-Quote und dieses minus 0,25 bedeutet, falls es wirklich unentschieden ausgehen sollte, verliert man nur die Hälfte des Einsatzes. Das ist auch geile Scheiße. Ja, zügel dein Mundwerk, aber es ist in der Tat so, unentschieden Gefahr, wenn sie irgendwie abzufedern ist bei Spielen, wo man nicht hundertprozentig auf diesen Sieger gehen will, dann macht es Sinn und hier ja, muss jeder für sich selbst entscheiden, ist halt ein bisschen die Safety-First-Variante, denn dass Köln hier gewinnt, das wäre schon eine faustdicke Überraschung. Ansonsten beim Unentschieden wäre ich jetzt nicht so krass überrascht, aber der Frankfurter Sieg liegt natürlich eher auf der Hand. Deswegen würde ich den einloggen, aber wir einigen uns, glaube ich, dann einfach auf die minus 0,25 und dann sind alle zufrieden, außer vielleicht die Köln-Fans. Ganz genau. Dann ist, wir haben gerade drüber gesprochen, Köln gefühlt 100 Spiele ohne Sieg, Schalke 110 Spiele ohne Sieg. 19. Die Quotenverteilung, total krass. Radek, hilf mir. Ja, es waren genau 19 Spiele bisher ohne Sieg. Auch der Trainerwechsel zu Manuel Baum hat noch nicht Früchte getragen. Aber irgendwann muss es ja passieren. Und ich zitiere meinen guten Freund Lothar Matthäus, der mir hier dieses Autogramm mal gegeben hat. Und der sagt ja eigentlich bei jeder Gelegenheit, dass Schalke besser ist als
die letzten 19 Spiele vermuten lassen könnten. Und Weltfußballer, Weltmeister, Kapitän, 150 Länderspiele. Wer will Lothar Matthäus bitte widersprechen? Ich sicher nicht. Ich sage auch, Schalke ist bestimmt besser. Fernsehexperte sogar. Genau. Und deswegen, diese Quote von 2,9 auf Schalke ist jetzt wirklich eine Spekulation, dass Schalke jetzt das Ruder rumreißt. Aber wenn nicht jetzt, dann wahrscheinlich nie. Und mit dem Trainerwechsel haben sie eigentlich ein ganz gutes Argument. Dann hatten sie die Länderspielpause eigentlich ein bisschen Zeit, mit dem neuen Trainer zu arbeiten. Union Berlin auf der anderen Seite unter Max Kruse, hätte ich schon fast gesagt. Man hat schon gemerkt, wie Kruse stärker geworden ist und auch Union davon profitiert. Und die stehen nicht umsonst wieder relativ gut da im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, aber ja, da waren ja jetzt bisher erst 3 Spiele. Aber ich glaube, in diesem Spiel könnte man den Schalker mal wieder was zutrauen. Ist eine Quotenentscheidung und wer weiß, vielleicht ist es ja am Ende wirklich so, dass Lute nicht mehr im Tor steht von Berlin, sondern der Karius, und der kann ja den ein oder anderen Schnitzer einbauen. Also man könnte auch hier Asian Handicap 0 spielen, hat immer noch eine Zweierquote, aber ich bin halt dann doch naiv und denke, irgendwann muss doch mal Schalke gewinnen. Und wann bekommst du mal eine 2,92-Quote? Also du darfst jetzt die letzte Wette des heutigen Tages entscheiden, ob wir Full-Metal-Risiko spielen oder absichern. Nee, auch in dem Fall bin ich von deinem Mut echt positiv beeindruckt. Ich glaube, das erste Mal überhaupt, dass ich dich so mutig sehe, dass du so eine Quote überhaupt anfasst. Und diese 2,9, setzen wir auf Schalke. Auf geht's, S04, ihr Königsblauen, ihr Knappen. Zeigt, was in euch steckt. Auf geht's, Kumpel. Und blau-weiß ein Leben lang. Dann gehen wir doch nochmal alle unsere Wetten durch, denn das sind heute, ich habe mitgeschrieben, gleich 6 an der Zahl. Die Nummer 1, Radek, ist... Ja, du hast mitgeschrieben. Ich müsste jetzt nachdenken. Dann ist es Hertha gegen Stuttgart. Wir gehen auf einen reinen Sieg von Berlin für die Quote von 2,1. Dann bei Freiburg gegen Bremen haben wir uns auf dieses Unentschieden bei einer Quote von 3,6 mit 0,3 Einheiten geeinigt. Ja. Bei Hoffenheim Dortmund sagen wir, dass der große Name sich durchsetzen wird bei einer Quote von 1,82. Ich glaube, X2 auf Wolfsburg oder Asian Handicap plus 0,2 auf Wolfsburg mit einer Quote 2,05 hat uns dann doch überzeugt. Ja. Und wir nehmen das. Und genauso nehmen wir den Auswärtssieg der Frankfurter mit, sichern aber noch ein Unentschieden ein bisschen ab. Wir sagen Frankfurt minus 0,25 für die Quote von 1,93. Und unlängst gehört, der FC Schalke 04 gewinnt nach 19 Spielen wieder ein Bundesligaspiel. Und damit bekämen wir eine Quote von 2,92. So sieht's aus, liebe Fußballfreunde da draußen. Schön, dass ihr 23 Minuten durchgehalten habt. Wir wünschen ein wunderschönes Wochenende, Restwoche, Woche, nächsten Start und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Abo dalassen, falls ihr noch nicht Abonnenten seid, und schreibt eure Tipps gerne unten in die Kommentare. Bis dann.